Also hier herinnen ist der Waschraum, da wird tagsüber waschen die Klientinnen ihre Wäsche und in der Nacht wird hier herinnen Bettzeug gewaschen von den Mitarbeitern, von den ausgezogenen Klienten und Klientinnen. Wie viele nehmen das in Anspruch oder von wie vielen Personen reden wir hier, die überhaupt hier immer wieder herkommen? Also es ist hier zum Beispiel der Frauenbereich, in dem wir uns befinden, da werden in der Vollauslastung ungefähr 50 Personen sein und im gesamten Haus starten wir mit 150 Personen, also das ist aufgeteilt auf Männer, Frauen, Paargemeinschaften und Familien. Und vielleicht noch die Frage, wie kommt man zu diesen Plätzen? Die werden vergeben, also man kann zu uns her nicht direkt kommen, sondern da ist zum Beispiel die Caritas, es gibt verschiedene zuweisende Stellen und dort gibt es einen Nächtigerschein und mit diesem Nächtigerschein sind die zugewiesen und kommen zu uns her. Jetzt sieht man durch, wir sind in der Küche. Wie sieht das Ganze aus? Wie gerne wird das natürlich auch genutzt und ist das ähnlich Frauenbereich und allgemeiner Bereich? Ja, also wir befinden uns gerade im Frauenbereich, ja. Man sieht es ja auch an der Farbe. Und diese Küche wird genutzt von den Nutzerinnen zum Frühstück. Wenn sie es nicht bei uns konsumieren, das gibt es bei uns auch, Frühstück und Abendessen. Aber das wird sehr gut genutzt, die Küche hier von den Nutzerinnen. Und von den Damen, wie viele sind da? Weiß man das circa von der Anzahl? Hier im Frauentrakt können wir maximal 50 Frauen unterbringen. Starten tun wir mit 45 und das wird dann meistens auch sehr voll. Also besonders ist, dass es hier in der Einrichtung oder in den meisten Wintermaßnahmen also Essen für die Nutzer und Nutzerinnen gibt. Das beginnt beim Frühstück, ein warmes Frühstück. Und es gibt ein Abendessen, da kommt ein Catering und das ist auch neu. Das ist eigentlich beginnend war das mit Corona und das wird jetzt weitergeführt und das wird von den Nutzer und Nutzerinnen natürlich sehr gut angenommen und sehe ich auch wichtig. Absolut wichtig, vor allem auch natürlich für die Herrschaften. Was sind das so für Lebensgeschichten, was Sie da immer erzählt bekommen, wie man da eigentlich in die Situation gekommen ist? Unterschiedlichst, ja. Also Verlust des Arbeitsplatzes, ja, Scheidung, also die klassischen Themen, die dann halt dazu führen. Ja. Und sehr oft ist natürlich dann damit verbunden Alkoholismus oder sonstigen Substanzmissbrauch, der damit verbunden ist. Und das ist die Spirale abwärts. Also jetzt sind wir in einem Zimmer im Frauentrakt, ja, da stehen vier Betten herinnen. Da schauen wir immer, dass das gut zusammenpasst, also auch die Konstellation der Menschen, die herinnen sind, gleiche Sprache etc., weil es gibt ja sehr viele Ethnien, die bei uns untergebracht sind. Und ja, das sind die Betten. Wie lange darf man eigentlich jetzt bleiben? Jetzt hat man das Glück gehabt, hier einen Platz zu bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, wie lange geht das dann? Was sind da für Kriterien? Ja, also die Wintermaßnahme geht über den Winter. Wir sperren auf 2. November und enden tut es mit 2. Mai. Theoretisch ist es möglich, 6 Monate hier am Stück zu verbringen. Viele bekommen eine Zuweisung 2 Tage, 3 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen. Aber wie gesagt, maximal ein halbes Jahr. Und Sie haben auch gesagt, Familien sind ja auch. Wie sieht das da aus? Wo gehen die dann hin, auch mit den Kindern, vor allem, wenn sie hier eigentlich wieder dann weg müssen? Das ist ganz unterschiedlich. Also viele warten auf einen Wohnplatz. Ja. Also das ist für die eine Übergangslösung sozusagen, bevor die so eine Gemeindewohnung oder sonstiges zugewiesen bekommen. Viele kommen auch, gehen zurück in die Herkunftsländer. Und also das ist ganz unterschiedlich. Finden Sie, müsste einfach mehr getan werden, generell in Österreich, im Bereich Armut, im Bereich Obdachlosigkeit? Jetzt auch gerade immer wieder vom Winter ein großes Thema, aber es ist ja permanent für die Menschen, sind ja davon betroffen. Also ich glaube, dass in Österreich eigentlich ein einmaliges und Vorzeigeprojekt eigentlich ist, was da passiert für von Obdach oder Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. Ja. Mehr kann man immer machen. Ja, es ist völlig klar. Die Zielsetzung ist, wir wollen in unserer Stadt niemanden zurücklassen. Das ist wirklich die zentrale sozialpolitische und auch gesellschaftspolitische Überzeugung, nach der ich Sozialpolitik ausrichte in unserer Stadt. Ich bin überzeugt davon, dass eine Stadt unsicher wird, wenn es Gruppen gibt, die nichts mehr zu verlieren hat. Und Sozialpolitik ist natürlich eine Investition in das Individuum, in den Einzelnen, die Einzelne, wo es darum geht, die wieder aus ihrer Lebenssituation herauszuholen. Aber es ist auch eine Investition in die gesellschaftliche Sicherheit. Soziale Sicherheit ergibt letzten Endes, dass wir auch sicher leben können. Und deswegen ist es auch wichtig, im Winter besondere Sicherheitsmaßnahmen zu setzen. Wir wollen einfach, dass in unserer riesengroßen Stadt niemand erfriert.
Wir können es nicht hundertprozentig garantieren, das ist schon völlig klar. Aber wir können uns wirklich anstrengen und das tun wir. Und das wollten wir heute ein bisschen darstellen und auch demonstrieren, gemeinsam mit den Organisationen, dass wir uns wirklich was überlegt haben, weit mehr als über 1000 Plätze zusätzlich zur Verfügung stellen, damit es einfach nicht notwendig ist, unsere Stadt zu erfrieren. Obdachlose haben das nicht entschieden, dass sie jetzt einfach spaßhalber obdachlos werden wollen. Wenn man sich die Geschichten anschaut, die Obdachlose in Wirklichkeit in ihrem Leben erlebt haben, dann sind es teilweise Erkrankungen, teilweise Verstörungen, teilweise auch Verstörungen, die aufgrund von tragischen Schicksalen eingetreten sind. Und daher haben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eine besonders schwierige Aufgabe, die Menschen aus dieser Situation herauszuholen, wissend, dass es einen Grund gibt, warum die einzelne Person obdachlos geworden ist, warum sie es nicht mehr errappelt hat. Und das ist das auch gleichzeitig Schöne an der Wohnungslosenhilfe, dass es uns eben auch gelingt, sehr viele Menschen wieder zurück in die Selbstständigkeit zu bringen. Also das Sprungbrett soziale Unterstützungsmaßnahmen auch wirklich genutzt werden kann. Aber hier sind wir natürlich am schwierigsten Punkt der sozialen Arbeit. Und wir hoffen auch wieder auf die Unterstützung der Bevölkerung. Wir haben das schon in den letzten Jahren toll erlebt und mache jetzt wieder Werbung dafür. Wir haben eine eigene Kälte-App entwickeln lassen, wo man einfach, wenn man auf der Straße irgendwo obdachlose Menschen sieht oder einen Obdachlosen sieht, einfach draufklicken kann. Da gibt es eine Adresse, die dann sofort weitergegeben wird und Sozialarbeiter schwärmen aus und schauen, ob sie dieser Person, die da gefunden worden ist, auch wirklich helfen können und sie unterstützen können. Jetzt haben wir fast 10.000 Leute tatsächlich letzten Winter angerufen. Das ist natürlich eine grandiose Zahl. Sind Sie da auch stolz auf die Leute, die sagen, ja, man schaut nicht weg? Ja, das ist ja, glaube ich, das Tolle an unserer wunderbaren Stadt. Deswegen ist es auch wirklich cool für mich, da Sozialpolitik machen zu können, weil ich glaube, dass die soziale Sicherheit haben wollen, ist auch in der DNA dieser Stadt, die ist in der DNA der Menschen. Wenn ich sage, wir wollen niemanden zurücklassen, dann weiß ich, dass das auch das Herz dieser Stadt trifft. Die Menschen wollen das nicht. Sie wollen auch wissen, dass es Hilfesysteme gibt, die sich dann kümmern. Und deswegen ist es auf der einen Seite fantastisch, wenn 10.000 Leute sich da melden und gleichzeitig zeigt es auch, wie aufmerksam die Menschen in dieser Stadt sind, aber es auch schätzen, dass wir dann reagieren. Und das ist sozusagen die Aufgabe. Und deswegen heute auch gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, mit denen wir das partnerschaftlich machen. Sowas kann man in der Stadt alleine machen und dann gibt es daneben die Hilfsorganisationen. Nein, es ist ein Miteinander. Und ich glaube, dass das auch ein wesentliches Element ist, der Sozialpolitik dieser Stadt. Wir machen es nicht im Wettbewerb, sondern wir machen es miteinander, um das Beste für die Bevölkerung unserer Stadt zustande zu bringen. Abschließend noch, es sind natürlich harte Zeiten generell für die Österreicherinnen und Österreicher, Inflation und Co. Viele können sich die Mieten nicht mehr leisten. Würden Sie sagen, auch da muss generell mehr unternommen werden, um wieder zu schauen, dass auch weniger Leute sich generell, auch bei der Caritas, auch da haben wir letztens gedreht, sich dort anstellen müssen, die niemals damit gerechnet hätten, trotz Job und Co.? Ja klar, also ich meine, wir haben es jetzt vor wenigen Tagen, haben wir gehört, auch die Wortmeldungen von Professor Badl, der ja nicht ein Anfänger ist in diesem Feld und auch zweifelsohne kein Sozialfantast ist. Ich bin einer der wichtigsten Wirtschaftskenner dieses Landes, der ganz klar gesagt hat, wir haben einen falschen Zugang in unserer Republik zum Thema Armutsbekämpfung, falsche Strategien. Ich sage das eben schon seit vielen Jahren, sage ich, wir müssen uns, gerade in Zeiten der Rezession, gerade in Zeiten, wo die Inflation davon galoppiert, dürfen wir uns nicht mit dem durchschnittlichen Inflationswert beschäftigen, weil da sind auch Kostenfaktoren drin und berücksichtigt, die Menschen, die wenig Geld haben, überhaupt nicht kennen. Die Menschen kennen keine Flugreise und daher die Kosten der Entwicklung von Flugreisen, von Hotels, von Urlauben, von einem Auto. Das sind die Kosten, die Menschen, die armutgefährdet sind oder in Armut sind, in der Regel gar nicht kennen. Andere Faktoren spielen aber eine wesentlich größere Rolle und daher braucht es eine bessere Beurteilung auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht es auch österreichweite Maßnahmen. Also ich muss schon sagen, ich verstehe nicht ganz, warum diese Bundesregierung zurückzuckt, in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Der Wohnungsmarkt ist natürlich ein Markt, wo es Immobilienbesitzer gibt, die natürlich auch wirtschaftlich denken und agieren müssen. Aber ehrlich gesagt, in den Wohnungen wohnen die Österreicherinnen und Österreicher. Also warum man da so zurückschreckt, hier regulierend einzugreifen. Wir brauchen ja kein System, wo man dann die Miete auf den Cent genau vorschreibt. Aber regulierend einzugreifen, das verstehe ich nicht. Das Gleiche gilt auch für die gesamte Energiekostenentwicklung, wo ich es nicht verstehen kann, warum nicht österreichweit eingegriffen wird. Wir versuchen es auf den regionalen Ebenen so gut wir können. Aber wir sind Gänsefüßchen nur ein Bundesland und da braucht es auch schon nationale Eingriffe und nationale Schulterschlüsse und da habe ich das Gefühl, dass das irgendwie alles zwar immer wieder angekündigt wird und angeteasert sozusagen wird, aber die Leute spüren ja, hat sich jetzt was verändert, ja oder nein?
Wenn ich mir anschaue, wie viele individuelle Unterstützungsleistungen wir in den letzten 2 Jahren in Wien gemacht haben, Energieunterstützung, Wohnbonusunterstützung, wo wir teilweise 2/3 der Wiener Haushalte Unterstützungsleistungen ausgezahlt haben, das war natürlich wichtig, das war auch gut, das ist auch direkt angekommen und die Menschen haben auch eine sehr, sehr positive Resonanz gegeben, als ihnen dann geholfen hat, dass sie sich ins Hins leisten können, dass es ein warmes Wasser weiter in der Wohnung gibt. Aber eigentlich gescheiter wäre es anders gewesen. Gescheiter wäre es, die Basissysteme so aufzuheben, dass die Menschen gar nicht angewiesen sind auf individuelle Einmalboni. Ich bin kein großer Fan von diesen Einmalboni, auch wenn ich sie jetzt in den letzten 2 Jahren oft und oft vertreten habe, aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. Für gescheiter ist, für stabile Systeme zu sorgen, wo die Menschen wissen, da gibt es eine Sicherheit, an der ich mich anlehnen kann. Und das vermissen die Leute und deswegen haben wir, glaube ich, auch so eine komische Stimmung, wo alle irgendwie verunsichert sind. Und gerade in Zeiten, wo ja in nächster Nähe ein Krieg ist, jetzt ein zweiter Krieg ausbricht im Nahen Osten, das macht ja sowieso zusätzliche Sorgen den Menschen. Und da ist eigentlich zu erwarten, dass eine Regierung versucht, Stabilität zu bringen und zusätzliche Sicherheit zu geben. Jedenfalls ist es mein Anliegen und es ist mein Zugang zur Politik und so sehe ich auch meine Aufgabe, so gut als es möglich ist, wenn man es als Landespolitiker macht. Sie sind seit 15 Jahren bei der Caritas. Was hat sich eigentlich im Bereich da geändert, beziehungsweise wie erleben Sie die aktuellen Zeiten der Österreicherinnen und Österreicher? Auf der einen Seite ist zu sagen, dass natürlich der Druck auf viele Menschen in unserem Land steigt. Teuerungen, Rekordinflation, die machen auch vor obdachlosen Menschen nicht Halt oder auch vor Menschen, die gerade noch eine kleine Wohnung oder ein kleines Zimmer haben und Sorge haben, dass sie delogiert werden könnten. Umso wichtiger ist es, dass wir heute auch dieses starke Zeichen gesetzt haben, Stadt Wien, Fonds Soziales Wien, die Hilfsorganisationen gemeinsam und heuer wieder Anfang November mit der großen Winterhilfe der Stadt Wien für obdachlose Menschen starten. Wie sieht das genau aus? Ein Kältetelefon gibt es schon, da gibt es übrigens ganz grandiose Zahlen, vielleicht wollen Sie das nochmal von den Anrufen auch den Zusehern nochmal mitteilen und eine Kälte-App eben auch. Auf der einen Seite werden die Winternotquartiersplätze stark ausgebaut. Heuer ist das aufgrund der tragischen Messerattacken im Sommer schon ein Stück weit sogar vorgezogen worden. Das heißt, mehr Notquartiersplätze als auch ein Ausbau des Streetworks, der hat bereits im Sommer stattgefunden. Mit Anfang November startet die Winterhilfe der Stadt Wien jetzt aber komplett durch. Massiv für Aufstockung der warmen Schlafplätze, damit jede und jeder, der einen warmen Schlafplatz braucht, die einen warmen Schlafplatz braucht, diesen auch erhält. Auf der anderen Seite Wärmestuben, die eröffnet werden, auch von uns als Caritas gemeinsam mit Pfahn und Caritas Kältetelefon, wo wir im Vorjahr alleine 9.700 Anrufe von Wienerinnen und Wienern erhalten haben. Warum ist das so wichtig? Damit wir Hinweise bekommen aus der Bevölkerung, wo sich obdachlose Menschen im öffentlichen Raum aufhalten und gerade jetzt im Winter die Hilfe zu den Menschen auf die Straße bringen können. Winterfeste Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung, aber im Idealfall die Menschen auch mitnehmen mit dem Kältebus in eines der Notquartiere. Wie viele Menschen ist in den Einrichtungen eigentlich Platz? Die Notquartiersplätze werden massiv aufgestockt. Sie haben auch 24 Stunden offen. Das ist seit einigen Jahren neu und sehr, sehr wichtig. Und sie werden über 1000 Notquartiersplätze auf diesen Winter zur Verfügung gestellt. Was würden Sie sich wünschen für die nächsten Jahre? Was müsste noch getan werden? Aus jedem Winter, nehme ich an, nimmt man etwas mit. Was glauben Sie, könnte da ja, vielleicht noch besser werden oder was ist so in Zukunft noch geplant? Einerseits ist der dringende Appell an die Bevölkerung, bitte speichern Sie sich die Nummer vom Kältetelefon im Handy ein, geben Sie uns Hinweise, wenn sich obdachlose Menschen im öffentlichen Raum aufhalten und offensichtlich Hilfe brauchen. Wobei da wichtig zu sagen ist, in allen medizinischen Notfällen bitte die Rettung unter 144 anzurufen. Wir werden mehr Spenden brauchen, Geldspenden, aber auch Sachspenden, um obdachlose Menschen gut versorgen zu können. Und gleichzeitig wird es der Auftrag sein, auch an die Politik zu schauen, dass gerade die Maßnahmen, die schon getroffen wurden, gut weitergreifen, was die Teuerungen antrifft, was die Rekordinflation angreift und da nicht müde zu werden. Der Druck auf Obdachlose, auf armutsbetroffene Menschen ist gerade in Tagen wie diesen enorm. Wir müssen alles unternehmen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich kleiner und nicht größer wird. Der Winter kommt in großen Schritten, noch geht's mit dem Wetter, aber Obdachlosigkeit ist immer ein Thema. Und manche Menschen haben dann den besten Freund mit sich auf der Straße lebend, ja. Meisten Fällen Hunde, aber auch viele, die raus müssen aus der Wohnung, die auch generell Tiere besitzen, wissen dann nicht, wohin mit ihnen und frieren dann auch lieber auf der Straße, als den besten Freund im Stich zu lassen. Bei Ihnen gibt es aber da die Möglichkeit, die mitzunehmen.
Bei uns in der Volkshilfe gibt es die Möglichkeit, die mitzunehmen. Wir haben nicht nur ein Projekt, das ein Gespür fürs Tier heißt, sondern wir haben auch ein Gespür fürs Tier. Was heißt das aber? Wir haben ein Gespür für Menschen. Sicherheit gibt es auf der Straße nicht. Die Menschen brauchen ein Obdach. Und bei uns in unseren Einrichtungen, vor allem in unserem Notquartier, das ist das Nordlicht in der Donaustadt, kann man auch, wie in allen anderen Quartieren, bei uns die Tiere mitnehmen. Es ist richtig, das sind die besten Freunde, die diese Menschen nie im Stich gelassen haben. Deswegen ist es wie eine Familie und Familie lässt man nicht zurück. Also würden Sie sich wünschen, dass sich vielleicht andere Organisationen da auch mal anschließen? Weil das ist ja oft immer wieder ein großes Thema, dass die Herrschaften sagen, ich würde eh so gerne irgendwo rein und Schutz suchen, aber ich lasse meinen Hund nicht zurück. Ich finde das generell eine sehr sinnvolle Sache, deswegen macht die Volkshilfe das auch. Es sind Mensch und Tier bei uns willkommen und zwar, weil wir die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und wenn da die Tiere dazugehören, dann ist das so.